Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Beim letzten Mal haben wir uns ja ein wenig erschrocken vor dem Teddy. Beziehungsweise der Teddy war nicht, weswegen wir uns erschrocken haben, sondern wegen der Ablenkung. Wir waren so von dem schönen Teddy abgelenkt. Und dann kam. Aber ihr habt es ja selber gesehen, was dann kam. So, dann wollen wir mal weiter. Feuer. Nehmen wir mal das. Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Bakterien sind Mikroskopen. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, Hä? zwei Brüste. Mich? Oh, das ist ja hübsch. Oh, ja, hübsch. Ja, so muss das. Welche Nase nehmen wir denn? Nehmen wir. Die Nase. Nimm wir die Nase. Ja. Ist ja eklig. Ich bin noch nicht fertig. Ey. Nee. Du musst deinen Weg in die Chirurgie finden. Okay. Das ist Diamond. Nur Mut. Gott mag keine Drückeberger. Mut. Gott mag keine Drückeberger. Das Blighter, da lässt es krachen wie zu Silvester. Okay. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Wenn du nur eine dieser Bomben erwischen könntest, die er schmeißt, damit könntest du den Spieß umdrehen oder dir den Weg freisprengen. Oh, könnte ich wohl. Ja. Wo ist er denn? Oh, das war die falsche Taste. Los, komm. Ich will's versuchen. Okay. Na komm. Put, 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 put. Na komm schon. Komm schon, du Vogel. Oh. Ein Langweiler. Wieder kommst du jetzt her? Oder ich knall dich weg. Komm her. Mann, ich muss höher zielen. Ich muss nie niedriger zielen. Alter, ich bin richtig gut hier drin. Ich bin so gut. So gut. Hört es nur. Du baust nichts als Scheiße. Was? Ich baue nichts als Scheiße? Hallo? Ah, Frissi. Ja. Was macht der da drin eigentlich? Kannst du mal rauskommen jetzt? Zieh dich an! Ah, bam! Junge. Bin echt zu doof dafür. Vor allem füllt er sich immer wieder auf. Komm. Komm. Komm, du Vogel. Na los. Machen wir es halt so. Du kriegst nur noch Ordnung. Du bist krank. Ah. Tod, du bist tot. Oh. Genau. Schmeiß mal deine Freunde runter. Da ist noch einer. Alter, wie sind denn da? Willst du mich verarschen? Mehrere. Haha. Noch einer. Noch einer. Wer ist das? Noch einer oder der heilt sich immer wieder? Oh, das ist natürlich so. Jetzt langt es.
Ich versuche. Was versuchst du? Schwester, bringen Sie hier alles dich. Ja, mach mal. Waren das jetzt alle? Oder kommt da noch einer? Da kommt ja noch einer. Willst du mich verarschen? Was soll denn das? Da kommt ja immer wieder einer. Okay, jetzt langt es. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. So. Ich hab's gerafft! Nach 2 Stunden! Hooray! Oh, ich hab keine Kugel mehr. Oh je. Wie soll ich die Folge nennen? Schwer von Verstand? Lange Leitung? Lange Leitung. Also, den dahin. Den dahin. Den dahin. Na toll, hier geht das gar nicht rum. Ich will das so machen. Den dahin. Den dahin. Jetzt aber langsam knappi. Hey knappi, knappi grande. Oh, wie so ein Held. Ein richtiger Held. Willkommen im Zirkus der Wirt. Dann kommen wir mal 2. Dann machen wir die mal wieder voll. Komm wieder, Wodka? Wenn du Geld hast, Kumpel. Ja. Was? Was? Ja, warte, ich komm da hoch da. Ja, du bist ja hübsch. Richtig hübsch. Was? Genau. Oh. Aha. Bist du da? Ja, ich bin da. Schwester mag dich. Das nicht? War wohl... ah! Ah! So. Dann hören wir hier erstmal weiter. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Ah, ja. Dr. Steinmans Praxis für plastische Chirurgie. Nicht so viele Vorschriften. Alles, nicht so viele Vorschriften. Alter. Auf zu stöhnen. Rein Industrie stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine Vanip Tesla-Spule. Bei jedem ihrer Angriffe. Bei jedem ihrer Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt. Ah, ja. Lecker, lecker Hotdog. Haben wir DT erstmal. Mal zurück, kurz. Piep. Ja. Ah, offen. Da war ja noch ein Leiche. Ja, also, das ist ziemlich unwahrscheinlich.
Du zweifelst mein Urteil an? Ja. Warum zögerst du deine Behandlung hinaus? Ja, vergessen wir das. Vergessen wir dies. Ja, die Handtasche. Heute bin ich echt blind. Kann das sein? El Blindo. Delfishimo. Ja, ja. Nein, nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. So, machen wir das hier langsamer. Hier gehen wir runter. Gehen wir hier runter. Gehen wir weiter runter. Schon so ein bisschen langweilig auf Dauer. Aber nun ja, gehört zum Spiel und deswegen tun wir es. Ja, ich weiß. So, jetzt gehört es zu uns. Jetzt nehmen wir erstmal die Sachen auf. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Tja, da habe ich keinen Autohacker, oder? Habe ich einen Autohacker? Ohne Autohacker mache ich keine Saves. Krieg bloß wieder einen Schlag. Psst. Hier? Aphrodite geht durch die Gänge. Aha. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in tausend wunderschöne Einzelteile. Ja. Nö, der Steinman ist nicht verrückt. Nö, nein, kein Stück. Der muss, das muss so. Total normal. Die Pistole. Das ist zu. View Rooms. Unter dem Meer. Hacken. Stromschlag. Stromschlag. Feinde ist immer gut. So, und du, und der. Und, der. Ja, ja, wissen wir doch inzwischen alle. Oh, wer haben wir denn da? Ist das der Steinman? Speichern wir mal. Ein weiß ja nie. Nicht, dass ich feige wäre, aber. Man weiß es ja nicht, ne? Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden. Ja. Aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Okay. Jene. Zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Bitte? Hässlich. Bitte? Hässlich. Bitte? Hässlich. Bitte? Sieh dich an. Widerlich. Du Vogel. Komm her, du Vogel. Hör nicht. Er war ja kurz, er kam. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Oh. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Genau. Mach du mal. Öffne den Notzugang. Tagebuch. Wer ist denn das? Die Naht hätten. Ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Ja, hübsch. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Was? Also,
Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Na, Hauptsache hat Spaß, wa? Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Ja, der hat auch gesungen. Unter dem Meer. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall zu groß. Auf jeden Fall zu dick. Wo auch immer sie zu dick ist. Und sie ist zu symmetrisch. Mhm. Und hält nicht still. Ja. Bist ganz schön mal rumzappeln. Da hat er recht.